Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijabblog. Heute erwartet dich wieder ein Unboxing-Haul und zwar handelt es sich um Shein. Da werden wir einfach zusammen auspacken. Ich selber weiß nicht, was alles da drin ist. Ich weiß, dass es kein Fashion ist. Also kein Fashion von Shein. Mal gucken, mit was das alles hier voll ist. Wisst ihr, so ein Riesenpaket, also riesen nicht, aber es ist keine Tüte. Wisst ihr, bei Shein, wenn man bestellt, erhaltet man meistens Tüten. Und dieses Mal habe ich so einen Karton mit Shein-Produkten. Davor möchte ich aber wieder eine zweite Verlosung starten. Und zwar haltet euch fest, Ocean Apart hat extra für uns Hijabis ein Sportset rausgebracht. Und das darf ich an zwei Personen verlosen. Oh mein Gott. Es heißt Beauty Hijab Kit und besteht aus 4 Teilen, die möchte ich euch mal zeigen. Und ich werde in der Infobox auch klar, dass ihr diesen Set direkt verlinken, Ocean Aparts und meinen Rabattcode. Mit meinem Rabattcode Flowers Gift kannst du nämlich 30% auf deine Bestellung ab 89 Euro sparen. Plus dazu kannst du noch ein Geschenk aussuchen. Und ja, ich möchte euch aber erst das hier zeigen. Das fand ich nämlich richtig toll, dass sie extra an uns gedacht haben, an uns Hijabis. Ich möchte euch jetzt erstmal die 4 Teile von dem Beauty Hijab Kit zeigen. Es besteht nämlich aus einem Hijab, klar, das ist ja das Wichtigste. Und zwar aus einem Hijab, Sport-Hijab. Schaut mal, was man hier auch super gut damit befestigen kann. Also rutschfest hinten oder hier, wie man möchte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo man es am besten befestigt. Müsste man mal schauen. Ich habe mir dann einmal hier darunter unterm Kinn gehalten, sodass man das nicht sieht. Also man kann sie auch komplett weglassen, wie man möchte. Aber es soll einfach nur fester sein und damit soll man einfach besser Sport machen können. Und oder einfach dahinter, wisst ihr? Auch hier könnte man das festhalten, sodass das rutschfest ist. Ich muss sagen, auch ohne ist der mega bombenfest, hält genau so dort, also bleibt dort stehen, so wie es auch sein soll. Einfach cool. Also ich habe mich mega gefreut, als ich mitbekommen habe, dass die ein Hijab für uns, ein Sport-Hijab für uns rausgebracht haben. Mega schön dünner Stoff, aber dennoch blickdicht, man kann gar nicht reinschauen. Und wisst ihr, was mir auch richtig gefallen hat? Dass der hier nicht zu eng sitzt am Halsbereich und dass der hier auch am Halsbereich hinten etwas länger ist. Schaut mal, so dass man auch etwas anziehen könnte, was nicht unbedingt ganz geschlossen Kragen hat, wisst ihr? Also wenn du zum Beispiel ein T-Shirt hast, welches ein bisschen offener ist, also nicht ganz geschlossen Kragen hat, kann man diesen Hijab dazu anziehen. Man kann klar auch die Teile separat einzeln kaufen, also nur den Hijab kannst du auch kaufen. Wie gesagt, ich werde euch alles in der Infobox verlinken. Passend dazu habt ihr eine Sporthose, was ich auch richtig cool finde, nicht eine Leggings, eine Sporthose, die auch super gut sitzt. Schaut mal, eine schöne Sporthose, der hier am Bauchbereich super fest und bequem. Und ihr habt hier Taschen, einfach eine schöne weite Hose, die man auch ganz anders kombinieren kann. Die haben an Hijab gedacht, die haben an eine weite Hose gedacht und dann haben die auch an ein langes T-Shirt Oberteil gedacht. Finde ich auch richtig toll. Also ihr wisst, also so ist das bei mir. Ich ziehe gerne mich nicht eng an draußen und möchte aber bequem Sport machen. Dafür ist das super geeignet. Ein T-Shirt, welches schön weit sitzt und auch in Schwarz. Mega basic und hat einen geschlossenen Kragen. Hier sowas, Mini-Detail und sieht schön basic aus, komplett schwarz. Kann man, muss man nicht unten noch zusammenschnüren. Hier am unteren Teil könnte man das zusammenschnüren, wisst ihr. Aber ich finde es als Detail schön und würde es nicht zusammenschnüren, weil ich das schön weit mag. Aber jeder könnte dann selber entscheiden, wie das gerne hat. Weil das ein T-Shirt ist, muss man noch was darunter anziehen, ist ja klar. Passend dazu haben die so ein Cropped Body, welches auch schön luftdicht ist und einfach unter dem T-Shirt einfach anziehen kann. Also 4 Teile, besteht aus einer schönen Hose, einem Hijab, T-Shirt und einem Top. Und am Arm hat er noch so ein Detail, wo man den Finger raus, also reinstecken kann, nenne ich mir jetzt so, kann man glaube ich gut erkennen. Das Einzige, was ein bisschen stört, sind die Löcher hier an der Ecke, an der Seite.
Falls das den einen oder anderen zu sehr stören sollte, was mich nicht so stört, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei den einen oder anderen echt ein bisschen blöd ist, der kann einfach darunter ein anderes Body anziehen. Und voilà, hätte man trotzdem einen super schönen Dreiteiler oder Vierteiler, wieso, wie du das gerne benutzen möchtest. Ich bin mega überzeugt von der Sache, deswegen wollten wir mit Ocean Apart zusammen zwei von euch auch beschenken. Also das, was ihr machen müsst, ist immer dasselbe bei mir. Meinem Kanal folgen, dem Video ein Like geben und in den Kommentaren eine Videofrage beantworten. Und voilà, bist du schon im Lostopf. Ich drücke euch schon mal die Daumen und wünsche euch viel Glück. Und jetzt aber starten wir mit dem Unboxing. Ich weiß, mein Paket ist offen, aber ich verspreche euch, ich habe nur reingeglupscht, um zu gucken, ob das mein Fashion-Paket ist oder ob das das Paket ist, was ich euch heute zeigen wollte. Und ja, es ist kein Fashion-Paket und ich verspreche euch, ich habe nichts ausgepackt und wir werden zusammen auspacken und schauen, was ich zugeschickt bekommen habe. Ich habe selber nie wirklich was von der Home-Abteilung mitgenommen. Deswegen finde ich es cool, dass ich mal in andere Kategorien reinglupschen kann, was Shein alles so verkauft, wisst ihr? Ihr wisst, ich kaufe immer bei Shein Fashion, Schuhe, Taschen und mal mehr, mal weniger Bettzeug, Bettwäsche, Bettüberwurf und ja, ihr wisst, was ich alles meine. Und mal gucken, was ich dieses Mal hier euch zeigen werde. Das erste Teil, was wir hier in der Hand halten, ist ein... Okay, eine Fußmatte, Badematte sozusagen für die Füße. Die Farbe passt bei mir gar nicht, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich sie weitergeben, aber süß, oder? Also grau, ich besitze in der Wohnung nichts in der Farbe grau und ja, grau, nee. Ach, cool. Okay, ein Badehandtuch, Badekleid, welches man, ach cool, hier einfach so benutzen kann mit auch so einer Badekappe, also Badehandtuch oder Kopfhandtuch, wie nennt man das alles? Kennt ihr ja, was man so schön wickelt, das benutze ich eh in weiß immer und jetzt habe ich sowas, was ich auch gerne benutzen werde. Ich gucke mal, ob das eine Größe hat, nee. Cool. Es ist eine Einheitsgröße. Ach Mann, wie cool ist das denn? Schade, Marmelade. Hätte ich den ein paar Wochen früher schon geöffnet, hätte ich den mit in den Urlaub nehmen können. Aber naja, beim nächsten Mal. Wer hat nicht gerne Ordnung im Koffer? Jeder, glaube ich. Und hier sehe ich, dass ich 6 unterschiedlich große... wie nennt man das, der Behälter, Tüten habe, wo ich meine ganzen Kleider und alles andere schön organisieren kann im Koffer. Ich zeige euch mal das Bild, was ich hier sehe. Ja, ich glaube, man kann das erkennen. 6 verschiedene Größen, unterschiedliche Maße. Die Maße stehen hier einmal daneben und man kann unterschiedliche Sachen schön ordentlich da drin verstauen. Ich liebe sowas. Sogar für Schuhe haben die was dabei. Also, ach cool. Und ich habe, glaube ich, die schönste Farbe bekommen. Den haben wir nämlich in 6 verschiedenen Farben. Und ich habe beige erhalten. Das passt jetzt zu allem, wisst ihr. Auch für Männer richtig cool. Aber auch für Frauen. Ich glaube, den finde ich richtig schön. Zum Beispiel das hier ist extra für die Schuhe oder Pantoffeln oder Sandalen. Da würden sogar, glaube ich, 2, 3 Sandalen reinpassen. Ach, hier steht auch für Schuhe. Also, darauf freue ich mich definitiv. Eine coole Sache. Mal gucken. Wenn ich die ganzen Sachen verlinken kann und ob, wenn die Sachen noch aktuell sind, werde ich euch alles in der Infobox verlinken. Weil das hier, was ich euch jetzt gezeigt habe, ich finde, das ist schon etwas, was man sich gerne nachkaufen würde. Cool. Das braucht auch jeder. Okay, mein Paket wurde richtig voll befüllt, würde ich sagen. Obwohl, wir haben nur 3 Sachen gesehen. 4. Ein Regenschirm. Und der ist so klein, schaut mal. Richtig mini. Würde in jede kleine Tasche reinpassen. Sollen wir die mal öffnen? Ich erschrecke meine Katzen.
Bagheera dort und Fanta. Könnt ihr den hinten sehen? Da. Okay, vielleicht sieht man den einfach nicht. Es ist dunkel. Also innen komplett schwarz, sieht gut aus. Und von außen müssen wir uns den mal zusammen betrachten. Das sind Blumen, oder? Schön mit Blau und Beige. Kann ich mir das gut vorstellen. Und wie gesagt, Regenschirm braucht man immer. Und diese kleine Version finde ich am schönsten, weil dann kenne ich jetzt den auch in meine kleinen Taschen mitnehmen. Und weiter geht's mit der Wundertüte. Verdammt. Seifenspender in Schneckenform. Okay, echt interessant. Was ist das? Bitte schön. Oh mein Gott. Muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Das ist wirklich eine. Oh mein Gott. Für die Kinder vielleicht interessant. Das ist eine Schnecke. Ein Seifenspender ist das. Schaut mal, hier kann man das, glaube ich, erkennen. So, okay, so befüllt man hier die Seife. Kommt hier rein. Und sobald man auf die Schnecken, also auf, sobald man auf den Schneckenhaus drückt, kommt aus der Schnecke schleimig und ekelhaft Seife raus. Was sagen wir hierzu? Okay, mal gucken, mit was wir weitermachen. Und zwar, wow, cool. USB-Salzlampe. Also sieht hier optisch richtig nice aus. Mal gucken, wie es von innen aussieht. Sogar noch schöner. Also die Salzkristalle. Steine hat man hier separat und dann hat man auch noch hier so einen Behälter, welches man mit dem USB anstecken kann. Ich glaube, das ist so eine Lampe, hier so ein paar Lampen und dann gibt man noch die Salzkristalle oder Salzsteine mit da rein und schon hat man eine Salzlampe, finde ich mal richtig cool. Und den kann man hier ein- und ausschalten. Stellt euch den mal am Nachttisch vor. x45. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das eine Kistenhülle ist. In Grün und Blumen bestickt. Wow. Oh, der sieht richtig schön aus. Schaut mal. Ihr wisst ja, ich liebe Blumen. Vom Stil her spricht es mich nicht an, aber ich liebe alles, was so bestickt ist. Weiter geht's. Wieder ein Paket. Little Cat. Lampe. Alles, was mit Katzen ist, wisst ihr, liebe ich. Und kleine Katzenlampe, glaube ich. Oh, wie süß. Wird aber irgendwie, glaube ich, in einem Kinderzimmer besser aussehen. Amatschuk-Tatze. Ach, sieht aus Silikon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut euch die süße Katze an. Und das ist eine Lampe, die man mit Batterien überall mit transportieren könnte. Also eine richtig süße Lampe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist weder Fanta noch Bagheera, aber das ist eine kleine süße Katze. Also definitiv eine Liebe. Ich brauche drei kleine Lampen, also drei kleine Batterien. Und dann kann ich mal testen, wie man den einschaltet. Ach, zum Einschalten muss man den wohl nur einmal so reindrücken und schon ist die Lampe an. Zeige ich euch auf Instagram. Ich werde die Teile mal alle euch zeigen. Finde ich cool. Sowas gefällt mir extrem, ehrlich gesagt. Ich würde nämlich diese Sachen definitiv nicht bestellen. Und somit habe ich sozusagen einen Einblick. Okay, ein Paket. Styropor. Okay. Ich
weiß schon, wem ich das verschenken werde. Wieder eine Lampe. Es ist definitiv ein Lampenpaket. Oder? Eine Astronautenlampe. Süß, oder? Der winkt uns zu. Vom Mond aus. Auch hier. Den könnte ich euch eigentlich direkt hier, wisst ihr, einfach da dran ziehen und zeigen, wie sie leuchtend aussieht, also der Mond. Aber ich muss sagen, ich will das verschenken, Leute. Ich weiß direkt nämlich, wer sich da hier drauf mega freuen würde. Und ist süß. Also den finde ich richtig süß. Auch als Geschenk. Ich möchte nicht noch eine Lampe haben, ja? Es sieht sehr stark nach einer weiteren Lampe aus. Ist es so nicht? Okay, ein Schmuck. Also ich gehe davon aus, dass das ein Schmuckkästchen ist. Wenn ja, würde ich mich freuen. Yes, wow. Also ich besitze schon einen Schmuckkasten, so eins, aber in klein, welches mal ich von Action gekauft habe. Aber der hier ist ein Tick viel schöner. Also, der hat hier einen Bereich für Ringe, Schmuck, Ohrringe und voilà, dann geht es noch sogar weiter. Und hier so ein Bereich und hier auch noch Teile, wo man was dranhängen könnte, zum Beispiel Ketten oder so. Und ja, cool, oder? In Babyblau. Ich glaube, da sind noch zwei, drei, vier Teile. Ihr werdet mir es nicht glauben, aber es ist wieder eine Lampe. Aber auch cool, was ganz anderes. Sunset-Lampe. Damit kann man schon schöne Bilder machen. Funktioniert mit dem USB-Stick. Ach cool. Ich glaube, meine Freundin hat den und hat uns den mal schon mal vorgeführt. Wir bauen den mal zusammen und gucken, ob das wirklich nach einem Sonnenuntergang ausschaut. Ist das nicht interessant? Sowas habe ich auch wirklich oft auf Instagram gesehen. Also bei den Werbungen. Also ich glaube, das hat so ein Stativ. Ne, den kann man hier einmal so zurechtbiegen. Mit dem USB würde ich den jetzt gleich gerade mal sofort austesten. Der hat auch eine Fernbedienung. Also ich glaube, man kann auch unterschiedliche Farben aussuchen. Ich habe einfach meinen Laptop gebracht, damit wir unseren USB-Anstecker direkt da reinstecken können und Strom haben, wisst ihr? Okay, ich gehe und obwohl, ich glaube, wenn ich die Ringleuchte hier ausmache. Und dafür brauche ich Batterie, damit ich die Farben wechseln kann. Oh, cool. Okay, auch wenn man das jetzt gerade nicht so sieht. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Wow, da gerade sieht es so schön aus. Also an einer leeren Wand sieht es echt toll aus. Cool, ich freue mich. Damit werde ich einige Bilder machen. Also hier an euch. Oh, Bagheera. Was ist das, Schatz? Cool. Warum macht mich sowas glücklich? Angenehm. Sonnenuntergang, Boo. Es sind noch genau drei Teile mit dabei und das habe ich schon, glaube ich, gesehen. Genau. Es ist ein Milchschäumer. Den muss ich, glaube ich, gar nicht auspacken, oder? Den kann man direkt hier sehen. Und ihr müsst wissen, ich habe so eins gebraucht. Und der sieht nach einem Weiß-Silber aus. Obwohl, ich will es doch auspacken. Ich will einfach nur gucken, ob das weiß ist. Ich würde mich nämlich freuen. Nee, es ist ein Silber. Okay, schade. Einfach ein Milchschäumer, kennt ihr ja alle, in dieser Version zu dem vorletzten Teil. Ich glaube, der größere von den beiden. Okay. Es sieht sehr stark wieder nach einem Schmuckkästchen aus oder Schmucktasche. Den finde ich ehrlich gesagt von der Farbe her etwas schöner.
Also auch von der Größe her fast gleich, aber unterschiedlich hier. Wow, cool. Welches der beiden würdet ihr behalten? Ich tendiere eher, glaube ich, auf weiß, obwohl den hier finde ich auch anders schön, weil er so drei verschiedene Bereiche hatte. Aber hier hat man auch mehrere Bereiche. Ich würde aber nur eins behalten. Und von den Lampen werde ich definitiv auch nur eins behalten. Soll ich die Katzenlampe, die Sonnenuntergangslampe oder sollte ich lieber, was habe ich denn noch? Die Mondlampe werde ich ja definitiv verschenken mit dem Astronauten. Oder sollte ich die Salzkristalllampe behalten? Schreib mir mal das in den Kommentaren. Welches der Teile würdest du behalten? Und ja, kommen wir zu dem letzten Teil. Den muss ich jetzt mit der Nadel hier aufmachen. Okay, es ist eine Vase. Ich will nichts kaputt machen. Je, es ist eine Vase, zeige ich euch mal, mit so einem Reagenzglas, nenne ich mal so, und einem goldenen Gestell. Man könnte sozusagen ein Steckling von der Pflanze oder einfach nur eine Blume reinstecken oder einfach eine Trockenblume. An sich finde ich das cool, muss ich sagen. Vielleicht wird der da an meiner goldenen Spiegelecke schön aussehen oder ich werde es weitergeben. Mal gucken. Das waren noch die ganzen Teile, die ich euch zeigen wollte. Ich selber fand es mega angenehm auszupacken und euch das vor die Kamera zu halten. Ich hoffe, ihr fandet es auch so schön angenehm und es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Falls du bei der Verlosung gewinnen möchtest, wie gesagt, zwei Mädels von euch können nämlich bei der Verlosung gewinnen. Da müsst ihr, wie am Anfang gesagt, liken, kommentieren und Abonnent meines Kanals sein. Und voilà, bist du schon dabei. Und am Samstag wird schon ausgelost, wisst ihr? Die zwei Gewinner werde ich schon am Samstag nennen. Falls du bei der letzten Verlosung nicht mitgemacht hast, dann solltest du mein letztes Video dir anschauen. Da habe ich nämlich auch einen Saugroboter verlost. Den werde ich aber erst etwas später auslosen und da hast du noch die Möglichkeit mitzumachen. Ja, bis zum nächsten Video, also bis Samstag. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Deine Hijab-Blaus.